So, Leute, da bin ich jetzt. Wer ist denn noch alles da? So, ich würde mal sagen, wir starten jetzt auch mal direkt rein ins Spiel. Wusch. Zack, blub, Spiel ist da. So, ich habe mich schon ehrlich gesagt ziemlich wieder gefreut auf den Stream hier. Wollten wir ja durchzocken. Hat auch ein bisschen Bock auf die Kampagne gehabt, deswegen. Gut, wo wir stehen geblieben sind, weiß ich auch nicht mehr so ganz. Wir hatten auf jeden Fall Krieg mit den Garnatern gehabt und die wollten auch ziemlich doll Frieden mit uns. Glaube ich. Ich gerade. What the fuck? What the fuck? Wie es mir geht oder wie es euch geht? Ich habe keine Ahnung, was ihr gerade meint. Mir persönlich geht's gut. Ach gut, ich war gar nicht angesprochen. Mensch, bin ich egoistisch. Aber guckt euch das mal an hier. Das ist ein bisschen erschreckend. Partien dehnt sich bis hier. Außer diese Lokien sind was dort. Die haben noch eine Region. Ein Botschafter eines solch großen Volkes ehrt mich. Jetzt mal ganz Ich bin ehrlich. voller Erwartung. Ganz ehrlich, da bin ich eigentlich schon fast dafür, das Bündnis einfach zu beenden. Denn das bringt jetzt nichts mehr. Ach komm, wir beenden das jetzt mal hier, oder? Nee, was sagt ihr dazu? Soll ich das beenden hier? Schreibt es mal rein. In der Zeit werde ich erstmal nicht ein bisschen mit den Galatern prügeln. Darum kümmern hier. Geld haben wir auch, super. Ich muss überlegen, wie ich die Städte hier umbaue. Hier wollte ich eine Bibliothek haben, habe ich. Ich muss mal einen Plan machen, wie ich welche Stadt jetzt hier ausbauen werde. Also definitiv wird Asia eine sehr militärische Stadt. Können wir eigentlich schon drauf einstellen. Da möchte ich dann voll drauf gehen. Und mal, gibt es hier irgendwas, was mir kriegerische Vorteile gibt? Gibt es hier bessere Schiffe? Mehr kriegen wir hier auch nicht rein. Hi Jendrik. Erstmal sowieso, hallo an alle, die hier sind. Mensch, ey. Schön, dass hier doch noch einige gekommen sind. Das Video war ja ist ein bisschen untergegangen heute Morgen. Habe ich vielleicht ein bisschen spät hochgeladen. Aber gut. Okay. Ja. Also, was meint ihr? Soll ich den das Bündnis brechen? Egal, jetzt ist er auch fast tot. Egal, wer der lebt, der mag mich auf jeden Fall. Gut. Wie sieht's denn aus mit einem Bündnis mit denen? Auf ihn zu Willkommen. kommen? Sprich, mach schon. Vergeudet keine Zeit. Ah, so Ich werden sie sage ablehnen. Gut. nein. Aber ihr seid ein guter Redner. Ich hoffe, ihr sprecht bald mit euren Quäkenden einen. Okay, ja, werde ich mal tun. Demnächst. Gut, wenn er erstmal nicht will, dann können wir jetzt hier warten. Genauso wie hier. Ach, Tyros gehört ihn ja auch noch. Stimmt, die haben ja zwei Städte. Und Atropatena hat sich hier bereit gemacht. Vielleicht kann mit Atropatene irgendwie was machen. Gucken wir mal. Atropatene ist stark. Ihr sollt die Freuden meines Hauses genießen können. Oi. Ein gut gemeintes Angebot. Doch hatte ich Nicht mir mal etwas Besseres interessant. Okay, gut. Nicht mal interessiert daran. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Antiochia soll mir gehören. Dafür setze ich mich ein. Keks! Wieso hast du mich? Erfolgreich, super. Du hast beim letzten Stream gefehlt, Keks. Was ist denn los? Hast du da wirklich gefehlt? Gut, 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 gut. Geld habe ich jetzt übrig. Wo steckt mir das Geld denn jetzt rein? Stecken wir es rein. Ich kann es hier reinstecken. Das bringt relativ wenig. Ikonium könnte ich ein bisschen aufputschen. Zufriedenheit haben wir zum Beispiel nicht gerade die beste.
Wollen wir erstmal einen Schrein der Athene bauen? Dann bauen wir mal am besten noch so einen Brunnen, würde ich sagen. Nicht so garstig gleich sein, Keks. Ja. Gut, dass ich Westrum nicht mehr mache, hat einfach damit zu tun, Keks, dass es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Es wurde zu monoton und ich habe auch keinen Bock, wirklich immer aufzunehmen für ein, zwei Videos pro Woche und dann in der nächsten Woche komplett vergessen zu haben, was in der letzten Folge passiert ist. Ja. So. Ach, jetzt ist mir hier... Egal, gut. Bist du eben abgeschmiert. Blöder Livestream. So. Ich habe immer noch Geld übrig. Ich kann es immer noch irgendwo reinstecken. Werde es auch mal lassen. Ich habe mich nicht so viel Einkommen. Warte ich mal lieber noch ein bisschen. Ja, nochmal die Runde. So. Runde beendet. Schauen wir mal, was kommt. Ich bitte euch demütig darum, zumindest über einen Vertrag nachzudenken. Eine starke Abwehr braucht eine starke Grundlage. Wow, militärischen Zugang wollen die wirklich haben. Ist das mit militärischem Bündnis? Kein Interesse. Ich weiß nicht. Also. Ich überlege gerade. Soll ich ein Schutzbündnis eingehen mit den Makedonen? Sag ich mal so, die wollen uns die westliche Flanke schützen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So prinzipiell. Aber ist da was, komm, machen wir mal. Gehen wir mal ein. Das ist unser neuer Partner, wenn die Seleukiden in den Rücken stehen quasi. Gut. Die Worte des Orakels beeinflussten unsere Wahl des Angebots. Deshalb solltet ihr mit angemessenem Ernst darüber nachdenken. Militärischer Zugang kommt nicht in Frage. Erstmal. Die Seelen unserer Vorfahren haben keine Verwendung für Gold. Okay, noch einmal Klientenkönigtum anbieten. Ich würde sie jetzt Klient wirklich annehmen. Dafür ist mir Grazien zu schön. Aber für alles andere ist mir nicht so lieb. Aber gut. So. Okay, Agent wurde entdeckt per se. Nicht so schlimm. Du bist jetzt hier soweit fertig. Ich wollte das eigentlich haben, ey. Das ist ärgerlich. Oh. Diese Lokiden sind fast tot. Oh, sie haben wieder ein bisschen mehr. Aber gut, Leute, was ist denn jetzt? Soll ich mit den Seleukiden Bündnis brechen oder soll ich da bleiben? Schreibt das mal ruhig rein. Würde mich mal interessieren. Und ich logge mich jetzt mal kurz hier bei Twitch ein. Ich würde mich gerne auch neuen Moderator nennen. Okay, das war ein Nein von Lord Tarquinis. Oh, Queen Whis. So. Das war mein Passwort. Was ist das? Bitte sag mir, dass es das war. Mist. Ich habe mein Passwort vergessen. Also, eine Mail schicken. Okay. Gut, ich schaue mal in mein Postfach. Okay, aber... Wir kümmern uns erstmal hier drum noch und ich muss erstmal wieder auf Twitch gehen, damit ich erstmal sehen kann,
was ihr geschrieben. Mist, das ist jetzt natürlich jetzt dumm gewesen von mir. Dass ich. Na gut, so bin ich halt manchmal. Ein bisschen verpeilt. Gut. Okay, wir wollen definitiv hier drüben diese Stadt einnehmen. Die stärkste ist sie nicht. Aber gut ist er noch. Genug. Belagern wir sie erstmal. So. Okay. Twitch hat mir geschrieben. Das finde ich super. Mein Twitch-Passwort. Na los, komm. Was ist denn jetzt hier los? Der braucht ja echt ewig mit Laden gerade. Ja, ich will mein Passwort zurücksetzen. Ich kann mich zum Beispiel auch gerade nicht euren Chat sehen. Gar nicht. Also ich... Das ist schön und gut. Das ist echt blöd. Ja, jetzt kann ich es sehen. Was? Keks, du bist schon weg? Jetzt schon? Gibt's ja nicht. Gut. Okay. Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Die Geister sagen uns, dass wir euch anbieten sollen. Okay, wollen sie nicht. Schade. Erlauben es mir nicht zu tun. Man hat es ja versuchen können, zumindest. Ach, jetzt mal ehrlich, warum ist mein Internet gerade so arschlangsam? Wie ist denn der Stream gerade so? Gibt es bei euch Probleme? Würde mich mal wirklich interessieren, weil jetzt fuckt mir hier gerade mein ganzes Internet ab. Und ich kann gar nichts machen. Wirklich gar nichts. Und es wäre nicht schön für einen Stream. Aber gut. Galatien belagern wir mal weiter. Wenn sie mich angreifen, dann machen wir sie platt. Dafür ist unsere Armee zu stark für die. Gut. Okay. Gut, bei euch läuft er noch? Super, finde ich gut. Ja, jetzt kann ich endlich. Perfekt. Okay, wie hier nicht mehr neues Passwort? Das ist eine gute Frage. Hier nicht mehr neues Passwort. Ah. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Nein. Machen wir das hier. Leck mich, Anmerkung. Was auch immer du gerade willst. So. So. Perfekt. Passt ja. Super. So, das ist jetzt auch geschafft. Ah, ey, was ist denn hier los? Ist ja so arschlangsam. Ärgert mich. Wisst gar nicht, wie sehr mich das ärgert. So, jetzt aber einloggen. Bitte. Das Passwort eingeben. Und... Bin ich drin? Hoffe ich doch. Aber gut. Ja, ich bin drin. Lecken Sie mich am Arsch. Rein da. So. Okay, jetzt endlich können wir ordentlich zocken. Ach. Gut. Okay, wir müssen hier weiter einen Hellenismus vorpushen. Und hier kann ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Aber super, ich bin drinne. Wuhu. Ja, ich konnte reinschreiben in den Chat. Geht doch. Perfekt.
Perfekt, was mache ich jetzt hier? Hier baue ich ein Schrein des Ares. Da bringe ich ein bisschen Moral wenigstens noch. Das ist okay. So. Endlich. Endlich geht's wieder. So, was mache ich jetzt? Ich werde die Runde noch nicht beenden. Ich habe ja noch ein bisschen Kohle. Könnt hier noch was voranbauen. Guck mal hier. Kohles ausbauen. So. Ein Together Let's Play mit Grimsel von Rome 2. Ganz ehrlich, Ulanches, ich möchte gerade nicht mehr Let's Plays haben als ein einziges. Deswegen mache ich jetzt diesen Stream auch mit euch, weil ich da echt Bock drauf habe. Aber Total War wird mir auf die Dauer auch ein bisschen zu monoton. Und darauf habe ich dann nicht so unbedingt Lust. Die Worte des Orakels beeinflussten unsere Wahl des Angebots. Deshalb solltet ihr mit angemessenem Ernst darüber nachdenken. Ein militärisches Bündnis ist uninteressant, ein Schutzbündnis. Ziehen Sie Erwägung, weil das, wo ich bei Pergamon auch machen, decken mir eigentlich gut die Flanke. Das ist so ein schöner Vorteil. Ja, das kann man so lassen. Perfekt. Ey, habe ich Pergamon als Verbündeten? Finde ich auch gut. Na gut, Keks, dann. Wir sind uns ähnlich und ein Vertrauen. Ja, Lichtangriff packe mich an. Viel Spaß beim Saufen gehen. Schade, dass du nicht bleiben konntest. Wie schade. Oh, meine Adlige ist gestorben. Jetzt schon. Ja, früh. So, du wirst hier von Partien fertig gemacht. Partien mag mich nicht. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, jetzt wird es Zeit, liebe Athene, euch Weisheit, das Bündnis aufzukündigen. Ihr mich mit klaren Worten von eurer Sache überzeugen könnt. Seid mit. Die Götter des Olymps werden für unsere Sicherheit. Weil ich kann jetzt nicht mehr für euch garantieren, dass es mit euch noch was wird. Ich kann euch ja nicht retten oder so. Deswegen kann ich da jetzt auch nichts machen. Aber gut, wir können ja mal gucken. Galatien. Ach, scheiße, die haben ja einen Seezugang. Fuck. Fuck. Ja, dann werde ich mich mal zurückziehen. Fällt mir gerade ein. Fuck. Geh mal zurück. Hol mir mal eine neue Armee und dann greife nochmal an. Den neuen dann. Aber wir können euch noch hier vergiften, bitte. Flotte von Galatien ist tot. Da ist aber die nächste. Die aufgewühlte See. Also da kann ich jetzt hier nicht mit meiner Armee über See kommen. Und ein bisschen Druck machen. Das geht leider nicht. Aber gut. Armenien, mit denen kann ich handeln. Seid gegrüßt. Wir wollen unsere Zeit weise nutzen. Auch kein Interesse. Schade. Libyen. Willkommen. Willkommen. Schade. Bieten wir euch mal ein bisschen Gold an. Ist absolut unmöglich. Unsere Händler machen. Passt doch. Im Namen meines Volkes stimme ich zu. Die Fahrt. Passt doch immerhin. So. Ich stinke, sagst du, Rexa? Geht ja mal gar nicht. Ich stinke doch nicht. Ich rieche vielleicht ein bisschen. So. Oh, nach 20 Minuten läuft endlich mal alles hier fein für den Stream. Finde ich doch gut. Gut. Wir brauchen was, womit wir Geld machen können. Ist auch schön gesagt, aber es stimmt halt. Gut, dann bauen wir jetzt mal hier bitte einen Tagebau. Den reißen wir ab. Hier brauchen wir was anderes hin. Brauche ich kein Aquädukt. Ich brauche auf jeden Fall noch Zufriedenheit weiterhin. Cedar kann erstmal noch diesen Hafen behalten hier. Ich überlege schon fast, ob ich Rodos hier einfach abknüpfe, weil Rodos hat gar nicht so viel zu bieten. Dass ich dann hier was anderes hinbaue. Kann ich hier einen großen Hafen bauen? Da bauen wir hier halt einen Militärhafen oder so. Geht auch. Dann ist Rodos schon mal gleich ein bisschen besser. Besser da.
Bis gleich, Rexa. Hat mich gefreut. So, dann wollen wir mal schauen.